Es musste etwas gezirkelt werden, aber mit vereinten Kräften schafften es die Segler. Boote vom Typ Optimist wurden am Samstagvormittag durch die Außentür der Oase geschleust und ins Schwimmbecken gesetzt. Das achte Jahr in Folge organisierten die drei Segelvereine der Barlachstadt gemeinsam ein Kentertraining für Kinder und Jugendliche. Das Verhalten nach einem Kentern auf dem See muss immer wieder geübt werden. Es erfordert einige Kraft und ein bestimmtes Maß an Technik, um beispielsweise bei einer Regatta nicht zu viel Zeit zu verlieren. Wie sollte man sich also verhalten? Man muss zuerst einmal die Orientierung behalten, das ist ganz wichtig. Und dann halt sich auf das Schwert, das ist das, was das Boot stabilisiert, rumschwimmen und es darüber aufrichten, also sich mit dem Körpergewicht draufstützen und dann das Boot wieder gerade stellen, dann von hinten ins Boot rein, damit es nicht wieder zur Seite umkippt und dann das Boot natürlich ausputzen, also vom Wasser befreien. Unter Anleitung von Trainern übten die jungen Sportler mehrmals das Wiederaufrichten des Bootes sowie den Einstieg. Man kann ja nie wissen, wann man diese Fähigkeiten einmal in der Praxis anwenden muss. In Gedanken aber waren die Segler schon im Frühjahr. Auf den 13. April haben sich die Vereine in diesem Jahr auf das Ansegeln geeinigt. Auch die Höhepunkte sind in den drei Vereinen bereits terminiert, wie beispielsweise bei der Abteilung Segeln des SV Einheit Güstrow. Die Höhepunkte sind zum einen der W&W Frühjahrscup Ende April als erstes Jahreshighlight. Dann im ersten Juliwochenende die Sommerregatta vom Auge und dann im Herbst, im zweiten oder dritten Oktoberwochenende, der AWG Nebelpokal in seiner 16. Auflage. Parallel zum Inselseefest richtet Einheit wieder den Kutterpokal aus. Für dieses, dem Seniorensport zugerechnete Ereignis, werden die Besatzungen von 10 auswärtigen Kuttern erwartet. Eine Woche vorher ist Einheit Mitausrichter des Güstrower Drachenbootrennens. Zum 14. Mal steht das spektakuläre Ereignis inzwischen im Kalender und hat sich zu einem echten Highlight entwickelt. Auch im Wassersportverein Güstrow, dem mitgliederstärksten Segelverein in der Barlachstadt, laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren. Im April will man sich am Frühjahrscup beteiligen und im Juni steht die 63. Auflage des Silbernen Beils als Höhepunkt im Kalender. Nach dem Güstrower Einhandpokal ist vor dem Absegeln die 16. Ausgabe des Nebelbeils geplant. Ludger Jakobs blickt noch einmal zurück auf ein erfolgreiches Segeljahr 2018. Oh, damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Wir hatten eine gute Beteiligung gerade im Kunde- und Jugendsport bei unserer Segelwoche, auch bei unserer Jugendregatta, dem Einhandpokal. Da waren wir wieder sehr gut vertreten dieses Jahr. Wir hatten einen Höhepunkt von über 74 Teilnehmern. Das war sehr gut, da waren wir sehr zufrieden. Also so viel hatten wir auch noch nie da von den Kindern und Jugendlichen beim Einhandpokal. Die Segelwoche findet wieder in der letzten Woche der Sommerferien statt. Neben den Kindern vom WVG sind alle Interessenten zum Schnuppern an diesem tollen Sport eingeladen. Auch der 1990 gegründete Segelverein Güstrow engagiert sich sehr für Kinder und Jugendliche aus Güstrow und Umgebung. Kinder im Alter von etwa 6 Jahren erlernen zunächst das 1x1 des Segelns in der Optimistenklasse. Kieran Hirte und Balder Henke bescherten dem Verein im vergangenen Jahr den größten Erfolg. Bei den Landesjugendmeisterschaften im Kadett siegten sie und holten sich einen guten Monat später auch die Goldmedaille bei den internationalen deutschen Jugendmeisterschaften in dieser Bootsklasse. Vereinschef Christoph Erle blickt auf die Vorhaben dieses Jahres. Natürlich fängt das Ganze jetzt unter anderem mit dem gemeinsamen Kentertraining an, der drei Segelvereine hier in Güstrow. Dann ist ein großes Ziel unserer jungen Segler die Teilnahme an der Kadett-WM, die dieses Jahr in Polen stattfindet. Letztes Jahr war das in Bodstedt, da haben sie auch schon einmal mitgemacht mit einem Boot und diesmal sind sie sogar mit 2 Booten dabei. Das ist natürlich ein großes Highlight und ansonsten freuen sich alle auf den Saisonstart, dass es wieder aufs Wasser geht. Hier ist das Wasser zwar auch klasse und zugegebenermaßen ein bisschen wärmer, aber die freuen sich natürlich, das Ganze auch mit Wind zu machen. Die jungen Segler fühlten sich wohl im warmen Wasser der Oase. Nach dem ausgiebigen Kentertraining standen mehrere Wettkämpfe mit und ohne Boot auf dem Programm. Die 2 gebuchten Oasestunden waren wie im Flug vergangen.